Jo, halt zurück zu Zero Dawn. Ich hatte ja gesagt, ich sammle erstmal jetzt hier Pigmente ein beim nächsten Mal. Jetzt sind wir hier und ich bin jetzt hier. Pigment ist da, ne? Gehen wir mal eben hin und gucken mal, dass wir das eingesammelt kriegen. So ein kleiner, schöner See hier. Ein paar Leute. So, ich scanne mal ein bisschen. Ziegen brauche ich übrigens auch noch. Ziegenfell. Okay, da vorne liegt's. Oh. Nee. Oh, okay. Das war gar nicht so gedacht. Okay, brauche ich leider nicht. Nochmal scannen. Da oben, oder? Ne, ich sammle hier einmal irgendwie Scheiß ein, aber nicht das, was ich suche. Na shit, so, es geht eigentlich in diese Richtung und es soll hier irgendwo sein. Also, lass mal ein bisschen vernünftig scannen. Tiere, Tiere, da hinten flimmert's, das könnte es sein. Komm, achso, ich muss es einfach nur einsammeln. Okay, sorry. Da haben wir es. Okay, super. So, was hatte ich gesagt? Ziege bräuchte ich noch. Bist du eine Ziege? Ja. Gut, jetzt war noch die Frage, was haben wir noch hier für ein, wo sind die anderen Pigmente? Das da. Das ist eine und das andere ist noch da hinten. Ich brauche noch zwei. Also ich schlage mal vor hier eben hin, ne? Okay, perfekt. Ja, wir können auch mal speichern, das ist eigentlich gar nicht so schlecht. So, pigmenttechnisch, da müssen wir hin. Ups, hallo, hallo, wo ist es? Da hinten, okay. Ich laufe hier mal durch. Ja, ist ja gut, die Ziege. Ciao. Noch so ein kleines Lager hier. Ich habe gerade ein bisschen den Überblick verloren. Dann müsste ich was anderes rauswerfen. Ja, okay, verstehe. Ich hoffe, du schlägst dich wacker. Absolut. So, lass uns kurz gucken. In die Richtung eigentlich. Ich laufe hier einfach wieder willenlos rum. So, kurz ein bisschen scannen. Ja. Da drüben, ne? Tja, in der Theorie. Da hinten? Das ist es. Na, du bist ja. Okay, wird gut. Was ist denn hier so los? Hier war ich nämlich, ne? Zumindest kann ich mich da nicht dran erinnern. Sieht manchmal von der anderen Seite irgendwie anders aus. Okay, gut, dann nehmen wir das letzte Mal. Letzte Pigment noch. Das ist da hinten. Was ist sinnvoller? Ich glaube mal, sich hier hinbeamen, ne? Okay, kurz mal zwischenspeichern. Und pigmenttechnisch. Oh, hier haben wir ganz schön umgefeuert. Pigmenttechnisch wollen wir dahin, aber das Ding ist schon komplett abgefackelt, das ist okay.
Ist da drüben noch einer? Nee. Also ich schmuggel mich einfach mal durch. Am besten ein bisschen ausweichen. Draußen könnte man glatt vergessen, wie sich Wärme anfühlt. Ah, jetzt mal nicht so viel rumjaulen. So, das ist es, oder? Cool. Ich würde sagen, das ist das letzte Pigment gewesen. Und jetzt können wir mal zurückdüsen zu so einem Pigmenthändler, aber ich habe noch nichts damit gemacht. Pigmenthändler wäre, meine ich, hier unten gewesen. Jo. Sikulis Gemälde aussehen, wenn sie fertig ist. Ja, man weiß es nicht. So, wer ist es? Das ist dann nicht er hier, sondern er hier. Mal kurz markieren, damit ich wenigstens in die richtige Richtung laufe und nicht komplett verblöde. Also da hoch, genau. Sorry. Wo ist das? Da ganz oben? Ich glaube nicht, ne? Kann ich hoffen. Mal eben kurz gucken, ob ich bei dem hier so eine coole Spezialkarte Blauglanz, genau, kann ich es kaufen? Genau, das hat mir noch gefehlt. Hätte ich nämlich ganz gern mal eben auf die Map gucken, wie das aussieht. Wow, geil, alles eingetragen. Sehr nice, müssen wir doch mal gucken. Kann ja nicht schaden, Blauglanz, ne? Okay, gut, wir wollten aber zu diesem Pigmenthändler. Und der ist... Bitte nicht da oben irgendwo. Als die Alten frisch in ihren Gräbern lagen, kommt man da denn hin? Und wir noch wenige waren, war sie es, die uns durch die gefrorene Ödnis führte. Ist ein bisschen höher als wir früher, erinnern ne? uns so, auch an weiter. Den Stamm der Gefräßigen, die uns das Bad aus unseren gebrochenen irgendwie. Knochen saugten. Wohin waren Kai und ihr Werag auch flogen? Okay. Der jemals raufgekraxelt, kann ich mich nicht daran erinnern. Naja, vielleicht war ich da schon mal. Dann aber sicherlich über einen anderen Weg. Ups. So. Rauf, oder? Da rauf. Was will die Fremde hier? Ich suche nach Sikuli. Das bin ich. Komm, komm. Bringen wir es hinter uns. Rauf. Komm. Müssen wir noch weit? Da kann ich mich schon wieder abseilen. Okay. Junge, what? Ich suche nach dir? Das ist eine tolle Aussicht. Eine nützliche Perspektive. Wie flüchtig wir sind, wenn die Welt so groß ist. Von hier sieht man, wie das Licht langsam über das Land zieht. Ständig wechselnd. Es ist lehrreich. Unsere Spuren schwinden. Diese Einstellung klingt recht düster für eine Malerin. Kennst wohl nicht viele Künstler, oder? Sangesgrund braucht neue Sagen. Ich habe diesen Stein bereinigt als Neuanfang. Doch sowas braucht neue Farben. Frische Pigmente. Ganz einzigartige. Mhm. Warst du schon immer Malerin? Ich habe immer gemalt. Aber ich wurde erst Malerin, als man mich aus Ban-Ur vertrieb. Da oben überdauern die Zeichen. Sie übermalen dieselben Linien, mit denselben Farben. Immer aufs Neue. Als Kind habe ich sie zur Übung nachgemalt. Mit der Zeit bekümmerte mich ihre Vertrautheit. Wir, die Banuk, könnten genauso gut im Eis feststecken. Wir sehen lebendig aus, aber bewegen uns nicht. Okay. Wo finde ich Pigmente ist irgendwie blöd, ne? Maria aber sagt, macht ja nichts. Ich male jetzt, was ich fühle, nicht über die Vergangenheit. Urea verstand es. Die meisten Banuk nicht. Ich wäre verbannt worden, wenn ich dank ihr nicht in Arataks Vera gedurft hätte. Diese Pigmente für dich. Wo finde ich sie? Salze sammeln sich am Rand von Geysiren und heißen Quellen. Kristalle hängen an Steinen und Klippen. Okay, aber ich hab die schon alle, haha. Die Banuk-Felsmalereien sind beeindruckend, aber du fragst nach ihrer Bedeutung.
Das ist zwar die falsche Frage, aber von mir aus. Manche sind ein Ruf an die Maschinen, diese heiligen Formen auf den Metallhüllen oder bei Brutstätten. Erhören die Maschinen den Ruf? Ich weiß nicht. Andere wie meine sind für den Stamm. Wie eine Inspiration oder Weissagung. Manchmal hören sogar die Männer zu, wenn das Bild laut genug ist. Na klar, okay, komm, hier, tauschen wir. Okay, alles getauscht. Sieh mal einer an, Nora-Mädchen. Du hast alles besorgt. Reist du denn immer mit Taschen voller Mahlsachen rum? Eigentlich, Sekuli, fülle ich mir die Taschen immer mit so ziemlich allen. Stopp, stopp. Langsam gefällst du mir. Ich arbeite allein, aber komm später wieder. Dann habe ich was für dich. Das bin ich? Oder eine Maschinenreiterin, die dir ähnlich sieht. Wohin reitet sie? Sag du's mir. Zu Ruinen, Bergen, durch Flut und Schnee. Gestern, morgen, Schicksal. Aber sie hat vor nichts davon Angst. Du hast mir geholfen. Mich inspiriert. Und die Menschen des Schnitts. Lass du dich hiervon inspirieren, wohin du auch gehst. Alles klar, cool. Abflug. Okay, cool. Wir sind unten. Was wollen wir noch weitermachen? Ich könnte jetzt noch mal eben kurz schauen. Bevor man das Ganze an die Spitze schafft. Wir wollen ja letztendlich entweder noch ein bisschen handeln oder Quest, ne? Ich weiß noch nicht, was wir machen wollen. Questtechnisch müssen wir mit Uriah reden. Dann geht's aber ab, ne? Und wir noch wenige waren. War sie es, die uns durch die gefrorene Ödnis führte? Wir erinnern uns auch an den Stamm der Gefräßigen. Okay, Uriah ist dann doch ein bisschen weit weg zum Laufen. Ich hätte ja nicht übelst Bock, mal hier zu gucken, was man da so einsammeln kann, ne? Blauglanz, mal eben kurz gucken. Interessiert mich ja schon. Werde ich mich ihnen eines Tages. Du hast hier ein gefährliches Land ausgesucht, Fremde. Aber ich bewundere. Komme ich denn da möglichst schnell hin? Ich meine, jetzt ich werde sie nicht überall durchlaufen müssen. Hätte da jetzt komplett rumgemusst. Ein riesiges Tuch. Ne? Also map-technisch muss ich auch um das Gebirge rum, ne? Ja. Da geht nicht, also hier rum und ja, so kann ich das probieren. Ich probiere es mal eben. Oh, da komme ich ja hier nicht lang. Ja, aber klar. Autschi. Einfach mal auf die brutale Art und Weise. Oh, okay. Eben kurz orientieren. Also wir sind da rum jetzt, müssen aber eigentlich noch mal ein bisschen da in die Richtung. Oh, kann ich hier weiterlaufen? Hier. Tja, gebirgetechnisch komme ich da natürlich nicht durch. Aber müsste ich eigentlich, ne? Ich muss einmal noch rumlaufen. Ist bitter, aber es ist so. Leichter Abhang. Mal kurz gucken, einmal rum, ne? Ja, dann sind wir gleich durch, hoffentlich. Tap, tap, tap hier oben rauf. Mal gucken, ob es klappt. Hier durch wahrscheinlich. Da ist es, cool. Wie kriegt man eins? Ein solcher Brocken sollte sich leicht verkaufen lassen. That's it? Ja. Leider. Okay, aber das ist natürlich nice. Jetzt mal kurz. Ach du Scheiße, da ist noch mehr. Oder wird das dann weiterhin angezeigt? Ich weiß nicht, wie das geht. Okay. Oh, okay, verstehe. Das ist natürlich geil, dass ich alles einsammeln kann. Ist jetzt weg.
Ne, einer ist noch da. Also richtig fett Ärger brauche ich jetzt nicht. Also nochmal in diese Richtung. Aber wo liegt er da? Vielleicht hier hinter? Vielleicht eben nicht richtig aufgepasst. Ich kann den nochmal zuschlagen, weiß ich nicht. Nicht schon wieder. Sehr gut. Wahnsinn, ne? Was haben wir jetzt am Blauglanz? Inventar. Tap, 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 tap. Rohstoffe. Das ist was Spezial, ne? Spezialobjekt. Blauglanz 15. Okay, cool. Tap, tap, das mal absegnen hier. Schatzkisten ohne Ende. Naja, gut. Okay. So, was haben wir noch? Blauglanztechnisch? Ich meine, das ist klar. Das kann ich dann auf dem Weg immer irgendwie einsammeln. Das ist natürlich nice. Boah, hier noch alles voll. Nicht schlecht. Okay, gut. Questtechnisch wäre es jetzt hier angesagt. Das heißt, ich würde hier hin, ne? Okay, komm schon. Ach, du kleine Assel. Warte mal. Ja, ist egal. Ja, oder es nervt mich eigentlich so. Ich muss sie eigentlich runterholen, ne? Mit so einer Schleuder oder sowas. Können wir doch abfackeln. So. Ich wollte dir nicht wehtun. Okay, okay, wir wollten. Muss man den Weg jetzt wirklich gehen, ne? Sonst ist das wirklich ein übelster Fehler. Der Weg geht aber eher dann hier so, das ist der Weg hier, ne? Oder? Ist richtig, oder? Ist gerade ein Stein aufgehoben, das ist ja clever. Ist jetzt hier rauf, ne? Ja, der Weg ist das, na gut. Oh. Oh Mann. Super clever. Aber der Weg ist doch dann der richtige, ne? Mal eben kurz noch mal auf der Map schauen. Das heißt nicht irgendwie vergebens langlaufe, ist richtig, oder? Nein, ist auch nicht richtig. Noch ein weiter zur Seite. Denk an die Sommersonne. Das ist kalt. Wie sie durch die Bäume hindurch scheint. So, ein bisschen Kräuter mitnehmen. Hier komme ich aber weiter, oder? Okay. Die Frostfinger. Aratak und Uriah müssen hier sein. Okay, Frostfinger. So, wo sind sie? Da oben. So, Leute. What's up? Fremde! Ich bestritt viele solcher Herausforderungen ohne Furcht. Aber diese ist töricht. Du bist keine Banuk. Du begreifst nicht, welche Verantwortung ich habe. Ich bitte dich, von Jäger zu Jäger, tu's nicht. Aratak, lässt du uns zum Donnerkamm gehen? Du hast nicht gesehen, was dort ist, Fremde. Ich riskiere nicht noch einmal das Leben meiner Schwester. Dann sollten wir weitermachen. So sei es.
Ich begrabe deinen dreisten Anspruch in der eisigen Erde. Es reicht! Fangen wir an! Zu jagen! Zu streben! Dies ist der Weg der Banuk und des Kampfes, der vor euch liegt. Du erkletterst die Frostfinger von Osten, Aratak von Westen. Beide Pfade führen durch die tödlichen Maschinen. Jäger des Verax stehen am Weg entlang bereit. Sie werden euch rufen und Maschinen zum Erlegen zuweisen. Eure Jagd führt euch um den Berg herum zum Zentrum. Und dann ins Tal, wo ihr eure finale Beute erlegt. Immer dann, wenn eure Beute erlegt ist, müsst ihr ein solches Signal senden, damit alle euren Fortschritt sehen. Maschinen töten, Ballons senden. Okay. Also, wer den dritten Ballon zuerst steigen lässt, siegt? Nun, ja. Aber für dich wird der Weg zum Sieg schwieriger. Kommt nur eins deiner Signale später als Aratax, siegt er. Aha. Du hattest deine Chance, Fremde. Du ebenfalls. Die Jagd beginnt auf mein Zeichen. Los! Okay. Gut, ich muss auf diesen Berg. Da oben rauf, okay. Es gibt mehrere Wege nach oben. Die Feldmalereien weisen den Weg. So, hier einfach rüber oder darüber, rüber, da komm. Okay, rauf, 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 komm. Also gut, Jägerin. Du musst die Herde dort ausschalten. Jede Maschine. Die Herde? Okay, das schaffe ich. What the fish? Ja, fackeln müssen, ne? Das wäre cleverer gewesen. Den blöden Vogel. Ah, ist doch blöd. Okay. Die Herde wäre einfach gewesen, und nicht nur die anderen Schauerschläge. Oh. So, die muss ich erstmal umhauen, wenn sie hier das ist. Number one. Okay, sehr gut. Was ist denn kaputt mit dem Ding? Der ist kaputt, den will ich auch noch kriegen. Und die Herde ausschalten dauert viel zu lange. Das ist gut. Okay, kaputt. Und den weg. Okay,
Okay, wer spielt schon wieder hinter mir rum? Ah, noch ein Wächter. Okay, wo ist die Herde hin? Da hinten. Leiter, wo ist der Ballon? Oh, was? Wie? Leiter, sehr gut. Okay, dann mal los. Jetzt klettere hoch und starte den Ballon. Okay, es war jetzt nicht berühmt, aber wenn es immer noch schneller ist als vom anderen, dann ist es doch okay. Tap, 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 tap. Ballon steigen lassen. Tschüss. Aratak weiß, was er tut. Keine Zeit zu verlieren. Nimm die Abseilstelle zur nächsten Prüfung. Zwei Brüllrücken voraus, Jägerin. Hol sie dir. Ignoriere die anderen Maschinen. Okay, zwei Brüllrücken. Komm sofort. Und runter. Rücken da hinten. Okay, ich brauche mal die hier. Schlechter Tag für einen von uns was shit. Okay, number one. Okay, Ballon, 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 Ballon. Sehr gut. Wo ist dieser Ballon?
bei mir. Starte den Ballon. Ballon, Ballon, komm. Hey. Worauf wartest du noch? Komm. Ja, wenn ich wüsste, wo es geht. Hier, so, ich hab's ja jetzt. Ich liege nur ganz knapp vorn. Ich muss weiter. Jetzt nimm die Seilrutsche und begib dich hinunter ins Tal. Seilrutsche, Seilrutsche, Seilrutsche. Da. Etwas stimmt nicht. Sie sollten hier sein. Die letzte Beute hertreiben. Okay, da kommen sie. Shit, was kommt da hin? Alter. Oh, das wird heiß. Drei oder zwei? Alter, drei. Erstmal ein bisschen schwächen, oder? Einheizen, die Jungs, glaube ich. Wow. Wow. Alter. Okay. So, hilft denn der andere Mannequin hier auch? Wow. Weg da. Okay, einen haben wir gleich wieder. Der ist hin. Oh, shit. Komm.
Okay, gut zu wissen mit der Höhle hier, ne? Okay, wen haben wir noch? Was ist das? Nee. Okay. Okay.
Okay, mal eben gucken. Kann ich nämlich sowas tun hier? Naja, geht gar nicht, ne? Shit. Da kann ich da rauskommen. Greif mich ruhig an, auf! Wo ist er? Da oben. Junge. Muss ja irgendwie rein wieder, oder? Davon haben wir noch ein paar, okay. Diese Dinger, bringen das so? Bringt das was? Da hinten steht noch eine Falle, ne? Die kann ja noch nutzen. Komm, hier hinten rein. So, da kommt dann der Ring, oder? Ah, sehr schön. Jetzt ist er gleich so weit. Wow. Harter Fight, ey. Puh. Es stimmt also. Frostclown vom Donnerkamm. Der Angriff hat den Wettkampf gestört. Deswegen kann es kein Ergebnis geben. Er ist ungültig. Ihr habt sie doch gesehen. Sie besiegte die Maschinen. Nicht ich. Es steht fest. Sie ist die bessere Jägerin. Wir sind Vanuk. Überleben, siegen. Was sonst zählt. Mein Blut in deinen Zähnen. Bei der Jagd lasse ich dir den Vortritt. Alles klar. Cool. Es dürfen keine Jäger mehr auf den Donnerkamm. Hinaufgehen dürfen nur der Häuptling. Und ich. Es steht mir nicht zu, doch ich habe einen Wunsch. Dich zu begleiten und meine Schwester. Wir erfüllen ihn dir. Aber nur dann, wenn du mir gehorchst. Nein. Nur wenn du mir gehorchst. Der Donnerkamm wartet. Am Fuß ist ein Lager, es heißt Langkerbe. Triff uns da, wenn du bereit bist. Alles klar. Häuptling. Puh, ganz schön viele Aufgaben auf einmal. Ich glaube auf meinen Zähnen. Ein neues Outfit. Und eine Waffe wie Aratags. Siehst du? Der Häuptling bekommt die Häuptlingsausrüstung. Barga will sicher den Eisdorn ansehen. Alles klar, wow, das muss erstmal reichen für dieses Mal. Ganz schön viel Rumgemetzel. Mehr dann beim nächsten Mal, ne? Also, bis dann. Ciao.